Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahnspiel Spezial. Dieses Spezial umfasst eine Fotostrecke über den Werdegang meiner bisherigen Modellbauprojekte. Begonnen hat damals alles mit Kirmesmodellbau. Die Fotos sind leider sehr schlecht, da ich sie selber von meinen alten YouTube-Videos gescreenshottet habe, um sie zu zeigen. Die Videos sind auf YouTube noch aktiv. Also mit der Kirmes hat wirklich alles so ziemlich angefangen. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich in der Kindheit schon Modelleisenbahn hatte. Von der Kirmes bin ich dann zur Carrera-Bahn gekommen, weil ich sehr motorsportbegeistert war. Also fing ich an, mir eine Carrera-Bahn aufzubauen. Eine 1 zu 32 Carrera Digital. Hier seht ihr die Entwicklungsstufe der einzelnen Bahnen. Dann habe ich gewechselt auf den Maßstab 1 zu 24. Hier nochmal eine 1 zu 43. Dann bin ich mit meiner Frau zusammengezogen und das war der Plan für den Festaufbau, der dann im Keller stattfand. Im Keller habe ich dann das Gerüst gebaut, Unterkonstruktion. Darauf wurde die Carrera Digital 132 aufgebaut, wie ihr hier an den Bildern sehen könnt. Ich war schon immer sehr fasziniert davon als Kind selber. Natürlich hatte ich auch eine Carrera Servo 140. Das war klar, dass das irgendwann wiederkommen würde. Es fehlte natürlich noch Dekoration, woraufhin ich anfing, eine Tribüne zu bauen. Ein Vorbild, so ein bisschen die Bilsteintribüne vom Nürburgring. Auch im Maßstab 1:32. Die Bahn entwickelte sich natürlich immer weiter. Dann habe ich noch ein passendes Boxengebäude dazu gebaut. Dann wurde die Bahn wieder umgebaut, umdekoriert. Aber jetzt schauen wir uns doch erstmal, da ist das Boxengebäude sehr futuristisch gehalten. Die Tribüne im Hintergrund, die DTM-Fahrzeuge, da ist das Boxengebäude. Das war die erste Entwicklungsstufe der Carrera-Bahn. Dann habe ich die Bahn ein bisschen angepasst und habe Carrera-Gebäude benutzt, wie die Tribünen, Boxengebäude. Hey, yo, die Grid Girls, Fangzäune. Aber irgendwann wurde mir der Maßstab 1 zu 32 zu klein. Habe überlegt, boah, 1 zu 24 wäre cool. Eine Holzrennbahn. Also habe ich erstmal eine Testbahn gebaut, auch im Maßstab 1 zu 43, 1 zu 32. Also beides benutzbar. Ich habe das auf MDF gemacht, habe die mit der Oberfräse gefräst, habe mir Schablonen und Zirkel angefertigt. Das war halt zum Test, als Vorbereitung für die große Bahn, die dann im Keller geplant wurde. Für 1 zu 24 Fahrzeuge mit 14 cm Slotabstand, weil bei der Standard Carrera ist der knapp 10 cm und das ist zu gering. Mein Sohn hat auf jeden Fall großen Spaß und hat den Popometer auf der Bahn ausprobiert. Wie hier zu sehen. So, das ist der Plan für die Holzkellerbahn und da kam dann die erste Holzlieferung und dann konnte es auch schon losgehen. Mit selbstgebauten Zirkel, Oberfräse draufgebaut, wurden die ersten Slots geschnitten, beziehungsweise gefräst, erste Stellprobe vom Fahrzeug, wieder fräsen, 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 fräsen. Die Bahn war modular aufgebaut. Hier die erste Liegeprobe. Dann unten im Keller, Verspachtelarbeiten. War eine schöne Bahn. Ich habe sie leider nicht mehr. Ich habe sie auf den Sperrmüll geschmissen, weil ich den Keller eigentlich nutzen wollte als, ja, ich sag mal, Atelier, Modellbaukeller. Ich wollte mir eine Werkstatt da unten einrichten. Aber aus Zeitgründen hat das nicht so wirklich geklappt. Das war übrigens die selbstgebaute Kontrollkonsole für die Digitalrennbahn. Die ersten Rennen haben stattgefunden. Ah ja, war schon eine schöne Bahn. Naja, gut, so ist das halt. Irgendwann richte ich mich da unten noch ein. Dann kommt da eine Werkbank, Regale und so rein. Aber ich muss halt den ganzen Keller da erstmal aufräumen. Im Moment habe ich tierisch Probleme mit dem Knie. Das wird erstmal nichts. Und Zeit ist wie so immer Mangelware. Ja, schön. Plastische Curbs, wenn man zu langsam war, ist man sogar drüber gerattert. Dann habe ich Gebäude gebaut, Landschaft drumherum, Fangzäune, alles Maßstab 1 zu 24. Das war schon echt pompös groß, sehr schön. Ja, aber dann kam das Interesse der Modelleisenbahn zurück in Spur N und so fing alles an. Eine Papierschablone auf einem Brett. Dann habe ich mir einen Ringlokschuppen gebaut aus Holz. Ich habe ja immer alles selber gebaut, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, so entstand der Ringlokschuppen. Jetzt das fertige Ergebnis, naja, fast fertig, da fehlen noch die Rauchabzüge und sowas. Dann habe ich die Bekohlung gebaut, auch aus Holz. Alles
Eigenbau, außer der Kran, der ist der Billigbausatz, Faller Hobby. Ja, so entstand dann mein Spur-N-Rangierspiel. Die Lok hat mir Ärger gemacht, die Minitrix V90, Junge, Junge, mit Sound, ey. Die war so oft in Reparatur und jedes Mal, wenn die aus der Reparatur wiederkam, war die noch schrottiger als vorher. Katastrophe. Ja, hier so als kleine Erinnerung, Bauern schauerte. Ja, hier mal im vollen Ausmaß. Allerdings fehlen hinten noch die Gebäude. So richtig aktuelle Bilder habe ich leider nicht. Bevor ich so richtig aktuelle Bilder machen konnte, hatte ich die Bahn schon wieder abgerissen. Ja, da habe ich eine Fabrikhalle gebaut. Die ist aus Pappe. Die Steine habe ich mit Bleistift, die Fugen reingedrückt. Also das war, ja, viel Arbeit. Ja, war schön. Dann meine Blockstelle. Im Hintergrund sind meine ersten Häuserbauversuche zu sehen. Jetzt kommt definitiv das erste Wohnhaus, was ich selber gebaut habe. Das war mein allererster Versuch, ein Wohnhaus zu bauen. Daraufhin habe ich dann von Faller mir die PDF-Datei vom Sägewerk runtergeladen, habe das in Holz in anderen Maßen nachgebaut, weil das als Bausatz nicht platztechnisch gepasst hätte. Aber ich wollte da unbedingt das Sägewerk haben. Aber das Sägewerk wurde nachher durch diverse Fabrikgebäude ersetzt. Ja, da oben schön zu sehen, da wurde der Fallerbausatz dann durch meine Blockstelle ersetzt. Da steht ein Speicherhaus, warum auch immer. Steht halt da. Meine 94er, so ein Fleischmann, digitalisiert, meine 38er. Hier nochmal die 94er. Schönes Löckchen, aber leider war mir das alles zu klein. Alles zu klein, zu anfällig, hat nie so wirklich funktioniert, obwohl ich Peko-Gleismaterial benutzt habe und auch immer gereinigt. Aber es gab immer Probleme, das hat mich nachher nur noch genervt. Deswegen der Umstieg auf V0. Auf N ist auf dem Platz natürlich viel mehr möglich. Ja, da ist der Fabrikkomplex, den ich dann dahin gebaut habe, das Sägewerk kam wieder weg. Ja, alles im Eigenbau. So, hier kommt mal die 01, die fährt zur Drehscheibe, wird gedreht und dann haut sie wieder ab. Und jetzt kommt mein erstes wirkliches Projekt, dass ich ein Haus nach Vorbild gebaut habe. Das steht bei mir auf der Straße und ich gehe da jeden Tag dran vorbei und ich war so fasziniert von diesem Altbau. Und hab mir gedacht, ey, weißt du was, das baust in Spur N nach, also im Maßstab 1 zu 160. Da habe ich auch ganz schön lange dran rumgewerkelt, vor allen Dingen erstmal erlernen, wie stelle ich Fenster her. Die Fenster sind ziemlich klobig, das waren die ersten Fenster, die ich je selber hergestellt habe. Meine Fenster, die ich jetzt baue, sind viel filigraner, da können manche Lasercut-Sachen nicht mithalten. Jetzt kommt gleich mal ein Vergleich. Original, links im Bild ist dann das Originalhaus, rechts ist das Modellbauhaus und zwar jetzt. Links das Original, rechts Modellbau. Lummerland, habe ich auch nachgebaut. Die 01 zu Besuch. Mein Sohnemann hatte auch Spaß. Mit dem Lummerland Hauptbahnhof. Nur die Emma fehlte leider. So. Zeitgleich habe ich die Holzköf gebaut. Die zeige ich hier auch mal. Das war auch ein kleines Projekt. Wollte ich unbedingt haben. Die ist im Maßstab 1 zu 45. So, hier entsteht das Resident Evil 7 Haus. Das Spukhaus. Wenn man bedenkt, wie das mal ausgesehen hat. Die ersten Bilder eben, was daraus geworden ist. Schon Wahnsinn, aber da baue ich seit über 3 Jahren dran. Das ist die Inneneinrichtung auch alles selber gebaut. Illuminiert. Also da ist nicht ein einziges Bausatzteil drin, das ist wirklich alles selber gefertigt. Das ist immer, wie gesagt, wenn ich keinen Bock mehr auf Modelleisenbahn habe, dann baue ich da dran weiter. Und jetzt schweben mir auch schon wieder Dioramen im Kopf rum, weil modellbahntechnisch bin ich jetzt gerade wieder ausgelaugt. Ich habe da so Sachen im Kopf, wie zum Beispiel Pripyat, so dieser verlassene Kirmesplatz, das Riesenrad so als Diorama, dann ein Tomb Raider Diorama. Ja, da gehen mir so einige Sachen durch den Kopf, was ich im Moment lieber bauen möchte. Im Moment ist Eisenbahn gerade wieder so, ne, das geht halt immer auf und ab. Mal habe ich richtig Lust und dann ist es wieder weg und dann muss ich auch mal was anderes machen.
Das Resident Evil Haus ist eigentlich soweit fertig. Da muss nur noch die Acrylhaube drüber und noch so ein paar Feinheiten. Und dann kann ich auf jeden Fall mal. Das ist ein Resident Evil 3 Diorama unten in der Kanalisation. Da habe ich mal mit Wasser, Feuchtigkeit und Licht experimentiert und auch die Herstellung von Neonröhren. Das ist so eine Art Schaukasten, der leuchtet, den kann man sich an die Wand hängen. Na, das sehen wir jetzt hier. Da ist vorne die Scheibe, da kann man halt da reingucken. So, und dann, da ich ja Aliens-Fan bin, habe ich von Hedley's Hope genau diesen Gang nachbauen wollen. Habe ich auch angefangen. Aber das Projekt habe ich leider wieder eingestampft. Das Ding, das steht jetzt schon seit längerer Zeit da rum. Da habe ich nicht mehr dran gearbeitet. Da habe ich auch halt mit den Neonröhren experimentiert. Die leuchten auch. Mit Flackerbausteinen habe ich dann so welche, die ein bisschen rumflackern. Und das auch alles selber gemacht. Die ganzen Rohrleitungen, die Gitterböden. War eine Hölle da. Da war übrigens ein Klemmbaustein-Alien. So, hier kommt der Nachbau von der Wuppertaler Straße von Bequest Weathering. Da war ich ja so fasziniert, das habe ich in Spur N mal so nachgebaut, ein bisschen gestaucht. Aber da hatte ich einfach Lust drauf, mal so. Ne, da sind auch zu erkennen, da habe ich das erste Mal diese Technik mit den Sträuchern gemacht. Das ist auch schon Jahre her, mein Gott. Ja, war ein schönes Schaudiorama. Hier habe ich einen stattlichen Gebäudekomplex und eine kleine Stadt, eine Tankstelle. Tiefgarageneinfahrt, eine Fabrik, im Hintergrund die Gebäude, das sollte, das wird mal eine Stadt für eine Modellbahn in Spur N. Die Modellbahn ist sogar ziemlich bekannt, das ist der gemogelte Kopfbahnhof. So, hier ist der Abriss meiner Spur N Eisenbahn. War unvermeidbar. Und da ist ta 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 ta, der Einzug der H0, meine erste H0-Lokomotive. Ja, ich meine, den Werdegang kennt er ja. Erst einmal Gleise verlegt, die Wagen, da ist meine V60, der Digitalumbau mit Sound, da habe ich sie gealtert. Da ist mein Stellwerk Version 1, Stellwerk Version 2 und dann die endgültige Fassung in der Version 3. So ist es, obwohl eigentlich ist es schon in der 3,5, weil ich habe die Poren noch ein bisschen verfeinert. Ja, die Schotterarbeiten. Schotter, 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 war eine Riesenarbeit, das ganze Rumgeschottere. Ja, ich meine, die Bilder, das kennt ihr ja alles von meinen Videos. Das ist der aktuelle Werdegang. Das rote Häuschen ist noch verschwunden, ist ja gegen die wild bewachsene Insel da getauscht worden. Die Lagerhalle, da ist der Stapler, der immer so ganz klein da im Hintergrund zu sehen ist. Da ist er. Ja, das kleine ölige Fräulein, wie man hier auch sieht, habe ich da ein Faible für. Die taucht öfters auch. In Spur N hatte ich auch zwei Stück. So, und dann hier nochmal. Man kann diese Technik natürlich noch weiter ausbreiten. Man kann damit auch Bäume machen. Auch große, ganze Bäume. Das ist jetzt so ein Strauchbäumchen. Aber man kann auch ganze Bäume rausmachen. Die sehen auch wirklich gut aus. Da hat man so Matchbox-Autos hingestellt. So, lalalala, die stehen jetzt da. So, und jetzt kommt das, was gerade neu ist. Oh, was ist das? Haha. Achtung, kein Lego. Ganz wichtig, das ist kein Lego. Das ist eine V100 aus Klemmbausteinen in 8 Noppenbreite. Also, das ist ein vernünftiger Maßstab. Ich finde, das so ist Klemmbaustein Eisenbahn erwachsen geworden. Das sieht sehr gut aus. Mein Vorhaben ist jetzt. Die Anlage selber, die wird unten noch auf Schränke abgestellt. Dann kommen unten die Wandwinkel weg. Die steht dann auf diesen Regalschränken. Und das Dach der Anlage wird mit dem Unterteil verbunden. Das heißt, oben die Dreiecke, weiß jetzt nicht, Winkel, die kommen auch weg. Und dann oben wird es zu. Und obendrauf baue ich dann noch mit Klemmbausteinen ein kleines Rangierspiel. Ich meine, mal ganz ehrlich, das sieht doch wirklich super aus. Diese Lok. Dafür, dass das Klemmbausteine sind. Ja, mein Holzköfli. Ja, ich bedanke mich. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.